Whoa. Ich sagte doch, sie soll sich beeilen. Bededuk ani khayet. Morias paraskevas matatuta. Ruja, wo treibst du dich rum? Du, Neb, bist jung und deine Beine sind kräftig. Genau richtig. Vor kurzem kam eine Taube an. Ich schickte Ruja, sie zu holen, aber sie ist so unzuverlässig. Vermutlich himmelt sie den Waffenmeister an. Wenn ich sie sehe... Wie auch immer. Ich will den Brief. Laufe zum Taubenturm und hole ihn. Neuigkeiten sind sehr wichtig dieser Tage. Sicher, Verwalter. Ich sehe, was ich tun kann. Right position, Gere. Die Tauben sind ganz aufgeregt. Was ist denn passiert? Ein böses Omen. Wie wurde diese Kohle verschüttet? Sehr viel Blut. Wo ist die Leiche? Das Geländer gab nach und jemand fiel herunter. Blut. Noch frisch. So ein Chaos.
Oh. Ich lasse dich nicht hier. Pelias muss die angemessenen Riten vollziehen. Arme Ruia. Hättest du nur gewusst, wie man so einen Sprung macht. In was bist du hineingeraten? Bestien in Menschengestalt fallen über die Schwachen und Machtlosen her. Wir können diesen Schakalen doch nicht einfach den Bauch hinhalten. Bei den Göttern! Ruia! Warum nur? Sie wurde vom Taubenturm in den Tod gestürzt. Dein Brief. Wieso musste sie sterben? Dieses Abzeichen gehört Dymnos, unserem Waffenmeister. Wieso hatte sie es? Das werde ich herausfinden. Du armes, armes Mädchen. Mögest du im Gefilde der Binsen wandeln. Dymnos, ich suche nach Ruia. Was sollte mich diese Beute... Aber sie hatte dein Abzeichen bei sich. Scheiße. Na und? Sie war nur eine ägyptische Hündin. Wen kümmert's? Warum hast du es getan? Ehrlich? Ich wollte sie gar nicht töten. Nur eine Lektion für ihre Unverschämtheit erteilen. Sie weigerte sich, einen Brief vorzulesen. Du musst es Pelias gestehen. Ich schätze, du willst dieselbe Lektion wie Ruia. Du dummer Ägypter. Ich werde sie dir mit Freude erteilen. Komm, versuch's! Das muss der Brief sein. War es Dymnos? Ja. Er hat Ruia aus reiner Grausamkeit getötet. Und er starb, weil er glaubte, dass auch ich kein Mensch bin. Welch eine sinnlose Tragödie. Sie war ein kluges Mädchen mit einem guten Herz. Der Brief enthält wichtige Informationen für Apollodoros. Ich sehe zu, dass er ihn bekommt. Wir alle müssen helfen, Kleopatras Plan zu unterstützen. Nur sie schert sich um die Menschen Ägyptens. Thank you.
Wow. Mach nicht so einen Lärm, Tante. Du regst nur die Nilpferde auf. Oder rufst die Banditen zurück. Neb, du bist stark und scheinst furchtlos zu sein. Kannst du einem armen Bauern helfen? Ein Nilpferd hat einen Freund getötet. Ja, die Bestie hat viele getötet. Gestern wurden wir von Banditen angegriffen. Sie haben die Nilpferde aufgeschreckt und auf unsere Felder getrieben. Die Götter lieben es, uns zu quälen. Wir können nicht ernten oder die Toten begraben, solange die Nilpferde auf unseren Feldern sind. Ich helfe dir, die Toten zu bergen.
Armer Vetter. Ist er das? Nein, nicht Meketre. Nein, der auch nicht. Ich würde helfen, aber die Bestien sind mir über. Ist das Meketre? Der nicht. Das ist der Sohn des Bruders meiner Frau. Er war ein Mann. Der Letzte, glaube ich. Hab Dank, Neb. Nun finden ihre Seelen Ruhe. Wer ist dieser Meketre, um den sie trauert? Unser Beschützer. Tapfer und stark wie du. Er hat immer die wilden Tiere verjagt oder diese Banditen. Jetzt ist wohl niemand mehr da, der uns beschützen kann. Dieser Fluch liegt über ganz Ägypten, wie mir scheint. Wo lagern diese Banditen? Es gibt eine Schlucht. Ich würde dich hinführen, aber es ist viel zu gefährlich. Und jemand muss sich auch um die Toten kümmern. Natürlich. Ich finde das schon. Man nennt die Banditen die großen Hungrigen. Mögen die Götter dich beschützen. Was soll ich jetzt tun? Oh.
Sag mal... Nicht schon wieder. Nein, nein, das ist eine gute Idee. Wie wär's, wenn wir ein Panierpferdjunge fangen und für den Kampf abrichten? Stell dir nur die dummen Gesichter der Bauern vor, wenn wir auf dem Rücken von Nilpferden aus dem Fluss geritten kommen. Stell dir dein Gesicht vor, wenn ein Nilpferd es dir abreißt. Ah, du glaubst auch nie an meine Ideen. Was? Fangt ihn ab! Verdammt! Wir müssen aufholen! Reden wir weiter? Was gefunden? Noch nicht. Ungefähr hier war es. Nichts! Nein. Meldung! Hey! Kannst du mich befreien? Ich hol dich da raus. Schnell! Die Banditen vermehren sich wie Karnickel. Danke. Aber warum rettest du mich? Deine Tante sprach von euren Sorgen. Ich helfe sowieso sehr gerne. Aber einem Beschützer in Not natürlich erst recht. Du bist ein Magi. Wir sind von derselben Bruderschaft. Ja, ich muss schnell nach Hause. Ihr Anführer, der fette Homer, führt die großen Hungrigen auf einen Raubzug. Du bewegst dich wie ein Löwe. Hilfst du mir, sie aufzuhalten? Wow. Von die Straße, Schmarotzer. Oh. Beschützt den Nap. Verschafft mir mehr Zeit. Ich muss weiter. Der gehört mir!
Nein! Die großen Hungrigen werden uns alle töten! Wo ist unser Beschützer? Warum haben die Götter uns verlassen? Lauft! Lauft, sonst holen euch die großen Hungrigen! Verschafft mir mehr Zeit! Ich muss weiter! Das war's! Stirb! Zu stark! Der Bastard! Bekanien, ja auch! Hey! Ich hab hier Ärger! Ich hab das Ziel in Sicht! Ja, hier! Eine Rede, Queen! Dafür schlag ich dich tot! Kochen, ja? Hande, Cheru! Jo, hier in den Chin! Ach, du schon musst hier, Michelin! Habene? Mikitre, ich glaube, wir sind fertig. Du hast wie ein Löwe gekämpft. Ich habe sehr viel von dir gelernt. Dank dir bin ich ein besserer Beschützer. Ägypten braucht mehr Menschen wie dich. Das Land braucht mehr Menschen wie uns. Ich werde meiner Tante Lieder von unserem Kampf vorsingen. Ha! Ich kann es nicht glauben. Die Götter haben uns beschützt. Unfassbar. Mikitre ist wieder zurückgekehrt. Hast du gesehen, wie er die Banditen vertrieben hat? Mikitre lebt! Und er hat den fetten Homer getötet. Die Götter lieben uns. Bitte? Hier, Herr Dieb! Bitte, wie!